Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Drogerieneuheiten für den Monat Oktober. Ich habe im Laufe vom September und jetzt Anfang Oktober die ganzen Produkte, die neu in das Sortiment gekommen sind, mir abgespeichert und werde die euch heute alle vorstellen. Es ist tatsächlich wieder relativ viel. Ich habe versucht, so gut wie möglich viele Produkte jeweils auf eine Seite quasi zu bekommen, damit es nicht ganz so ja, lange wird. Und ich habe auch wie immer die Produkte, die ich mir gekauft habe oder noch kaufen werde, mit dem Sternchen markiert, damit ihr so ein bisschen wisst, was mich so interessiert an den Produkten. Und ich würde einfach sagen, ich starte einfach mal direkt durch. Und das starte ich immer mit den gemischten Sachen, also die es ja fast in jeder Drogerie eigentlich dann geben sollte. Zudem hat Adidas drei neue Duschgele rausgebracht. Das sind alles Duschen, die ja quasi dich extra frisch machen sollen. Da habe ich einmal die Pre-Sleep Calm entdeckt. Die ist mit Lavendel, dann Energiekick, das ist mit Orange. Und Deep Care riecht, meine ich, so viel ich das gelesen habe, einfach nur cremig. Dann hat CD ebenfalls eine neue Dusche rausgebracht. Das ist eine Cremedusche in meinem Moment und die riecht nach Vanille. Von B-Routine gibt es einige neue Produkte. Zu einem habe ich neue Badebomben entdeckt, Wonderful Time und Snow Holidays. Dann gibt es zwei Badesalze, beziehungsweise ein Badesalz und einmal Badekristalle, einmal Frozen Flower und einmal Feenstaub. Eine Badebombe gibt es auch neu, Snow Holidays. Und dann einmal noch von B-Routine, da gibt es mehrere. Ich habe jetzt aktuell nur die online entdeckt, die Butter Creme quasi. Das ist ein Lippenbalsam und der soll so ganz toll sein. Ich weiß nicht, ob ich den mir kaufen werde, muss ich vielleicht mal schauen. Dann von John Frieda gibt es neue Haarpflegeprodukte, und zwar Hydro Boost heißt die Reihe. Da gibt es ein Shampoo, einen Conditioner und eine Feuchtigkeitsmaske und das Ganze ist eben mit Kokosöl und mit Keratin. Von Pantene Pro-V gibt es einige Neuheiten. Zu einem gibt es zwei, ja, Leave-In-Produkte. Einmal für ja, Glanz und einmal für Glow. Dann gibt es einmal so eine Styling-Creme für Locken, ein Volumenspray und dann einmal ein Schaumfestiger für Locken und drei Haarsprays, einmal in Flexibel, in Ultra Stark und in Volumen. Und ebenfalls von Pantene Pro-V gibt es Serum-Shots, glatt und seidig. Ich denke, da kommen vielleicht auch noch mehr Sorten raus. Das sind jetzt quasi drei so kleine Tübchen. Ich denke mal, dass es so ähnlich sein wird wie eine Haarkur. Dann von Schwarzkopf Got2b gibt es eine Reihe, die heißt Curls. Also Get Curls. Und zwar einmal ja, eine Curl Cream quasi. Und einmal Get Waves. Das ist ein Spray. Und von Garnier Fructis gibt es die Ananas Hair Food Reihe. Das ist eine glanzbringende Reihe. Und da gibt es aktuell das Shampoo. Es gibt aber wohl auch noch eine Haarkur. Die hatte ich auch schon auf einigen Bildern auf Instagram gesehen, aber eben noch nicht online entdeckt. Von Garnier Skin Active gibt es einmal aus der Micellen-Reinigungswasserreihe quasi eine neue Variante mit Aktivkohle. Die ist eher so ein bisschen Jelly-mäßig, also nicht ganz so flüssig. Dann gibt es von Garnier Hautklar auch aus der Aktivkohle-Reihe AHA und BHA ein Anti-Unreinheiten-Serum. Und von Garnier Bio aus dieser Serumcreme-Reihe eine Anti-Aging-Variante, die ist, meine ich, auch mit Lavendel und mit Hyaluronsäure. Und dann hat Weleda noch eine neue Dusche rausgebracht, die heißt Comfort und ich meine, die ist mit Ylang-Ylang, bin ich der Meinung, Vanille und Sternanis. Ich bin aber nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall sowas in der Richtung. Kneipp hat einmal eine neue Handcreme rausgebracht, die heißt Repair and Protect Handcreme. Das ist eine 3-in-1 Pflege. Dann von Kneipp ebenfalls eine Aromapflegedusche. Die heißt Du bist wunderbar und ist mit Granatapfel und Kakao. Die finde ich super interessant, hatte ich auch schon bei Müller mitbestellt. Und dann von Shear das Duschgel Mango und Mandel. Da gab es, meine ich, letztes Jahr in einem Geschenkset eine Handcreme von. Jetzt gibt es auch als Duschgel. Dann gibt es von Nivea einmal endlich die Rose Touch Produkte auch in Deutschland. Die hatte ich euch schon mal in einem Neuheiten-Video gezeigt. Da waren sie aber in Deutschland noch nicht erhältlich. Jetzt gibt sie es, deswegen zeige ich sie euch nochmal. Und zwar sind das Produkte mit Rosenwasser. Da gibt es einmal Augenpads und einmal eine Tuchmaske. Und auch Schäbens hat eine neue Tuchmaske rausgebracht. Die ist jetzt in dem Fall mit Milch und Honig. Und die soll eben, ja, feuchtigkeitsspendend sein und die Haut so ein bisschen regenerieren. Dann habe ich von Tee bei Tete Sepp, beziehungsweise allgemein Tete Sepp, neue Produkte entdeckt. Einmal zwei Badezusätze, einmal heißt die Variante Sweet Wishes, ist mit dem Pinguin drauf und riecht nach Vanille und Macadamia. Und dann einmal Cozy Hugs mit dem Rentier drauf, das ist mit Orange, Zimt und Kardamomduft. Dann von Tee bei Tete Sepp einmal ja, ein Sprudelball. Da gibt es auch, meine ich, zwei Sorten. Das ist jetzt die Variante mit Jasminblüte und die Ylang-Ylang. Und dann gibt es noch, meine ich, eine Variante, die eher pink ist. Und dann von Tee bei Tete Sepp eine Cremedusche mit Vanille und Kokosbutter. Die habe ich auch schon da, die riecht sehr schön.
Dann hat Dracomoon auch neue Produkte rausgebracht. Zu einem gibt es aus der Winter Fairy Tale Reihe jetzt auch eine Handcreme und die riecht sehr schön. Und dann zwei Badeschäume und zwar einmal Cookie Kiss, das ist eben mit Weihnachtsbäckerei-Duft. Und einmal Your Cozy Winter Day, das ist mit Pflaume und Zimt, da bin ich sehr gespannt. Dann gibt es aus der Winter Fairy Tale Reihe auch noch ein Pflegebad mit Macadamia und Vanille. Dann gibt es noch die Variante Cup of Positivity. Die ja, soll halt eben so ein bisschen frischer riechen. Und dann auch ebenfalls Your Cozy Winter Day als Schaumbad. Und was ich sofort haben musste, die Pflegedusche Apple Love Cinnamon mit Apfelzimtduft, die riecht auch unglaublich toll. Und dann kommen wir jetzt auch schon tatsächlich zu DM. Da habe ich zu einem die Marke No Planet B entdeckt. Das gibt es wohl aktuell nur bei DM. Ich bin der Meinung, es gab schon mal eine Marke, die so hieß. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die quasi jetzt übernommen worden ist von DM oder ob es die andere Marke nicht mehr gibt und die einfach den Namen irgendwie benutzt haben. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Auf jeden Fall gibt es einmal eine Cremedusche mit Blaubeer und Mandelkern und einmal eine Pflegedusche mit Pfirsich und Grapefruit. Ich muss sagen, ich habe beide getestet und auch schon hier. Finde beide nicht so toll. Ja, dann gibt es das Ganze auch nochmal als feste Variante jeweils. Und dann gibt es auch hier Haarpflege als feste Variante. Einmal ein festes Shampoo, Intense Repair mit Aprikosenkernöl und Walnussextrakt. Und das Ganze auch nochmal in der Glanz- und Kraft-Variante mit Koffein, Öl und Olivenblättern. Und das Ganze natürlich auch flüssig, da aber jeweils als Shampoo und Spülung. Da hatte ich die Variante Intense Repair gekauft. Habe jetzt auch schon einmal getestet, bin noch sehr zwiegespalten, wie ich das tatsächlich finden soll. Von No Planet B gibt es auch ebenfalls eine Handseife, die ist mit Kirschblüten und Limettenkernöl. Das gibt es einmal als festen Seifenspender und auch als Nachfüllpack. Und dann von Langhaarmädchen, das gibt es auch exklusiv bei DM, gibt es eine Reihe, die heißt Silky and Strong. Da gibt es Shampoo und den Conditioner, also die Spülung dazu. Alverde hat neue Produkte rausgebracht, zu einem eine Haarmilch, Feuchtigkeit mit Kokos, dann ein Lange-Haare-Shampoo und ein Kraft- und Stärke-Shampoo. Und dann noch zwei Schaumbäder, einmal wohlige Auszeit mit Orange und Vanille und einmal träumschön mit Lavendelduft. Alverde hat ebenfalls bei den Handcremes ein bisschen aufgestockt. Da gibt es einmal eine intensive oder ein Intensiv-Handbalm, der ist mit Lavendel und Bio-Vanille. Und dann gibt es einmal eine 2-in-1-Repair-Handcreme und Maske mit Nachtkerzenöl und Traubenkernöl für strapazierte Haut. Die will ich auf jeden Fall gerne haben. Und dann gibt es noch eine Intensivmaske Bio-Lavendel. Ich gehe davon aus, dass die eventuell fürs Gesicht ist. Ich denke mal, dass das vielleicht im Alverde, ja, Kosmetik, dekorative Kosmetik, Regal steht als limitierte Pflegele. Und dann einmal von Alverde noch aus der Clear Beauty Reihe ein Peeling Gel mit AHA-Fruchtsäurekomplex und Jojoba Beads. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich denke mal so Jojoba-Perlen. Dann von Balea, das habt ihr bestimmt schon entdeckt. Das gibt es wirklich schon seit Anfang, ja, Anfang September circa, würde ich sagen. Aber da hatte ich eben das Neuheitenvideo schon abgedreht. Und zwar heißt die Reihe Chocolate Dream. Und da gibt es einmal eine Variante mit dunkler Schokolade. Da gibt es Augenpads, Lippenpads, Tuchmasken und die Fußsockenmaske davon. Und dann gibt es die Variante auch nochmal in heller Schokolade. Auch mit Augenpads, Lippenpads, Tuchmaske und in dem Fall aber eine Handschuhmaske. Von der Make-A-Wish-Reihe von Balea gibt es weitere Produkte, zu einem einmal eine feste Duschseife, Reinigungstücher, eine Fußcreme, eine kleine Pflegecreme und auch ein Shampoo. Und dann gibt es ja auch von Balea die ja, Herbst-Winter-Lays jetzt zu kaufen. Einmal Cozy Dream mit Vanille und Kaschmir, Glossy Touch mit Sandelholz und Kirsche und Soft Feeling mit Baumwolle und Mandel. Und zu dem Soft Feeling gibt es auch passend dazu noch ein Rasiergel. Dann gibt es eine neue Reihe, die heißt Life is a Fairy Tale. Da gibt es einmal eine Body Lotion. Ich persönlich finde, die riecht so ein bisschen fruchtig-beerig. Und einmal eine Pflegecreme. Und dann gibt es noch einen Duschschaum, der heißt You Are Berry Sweet, ist eben auch mit so Beerenduft. Und eine Körperbutter, ebenfalls mit Beerenduft und Kakao, also mit Kakaobutter noch. Finde ich alles sehr interessant. Dann gibt es aus der Natural Beauty Reihe von Balea neue Haarpflegeprodukte. Einmal eine reparierende Haarkur mit Avocado und Mango, bin ich der Meinung. Dann einmal eine Lockenhaarbutter mit Macadamia und Shea Butter. Das gleiche hier mit dem Avocado- und Mangoduft gibt es noch als Haarfluid. Und aus der Reihe mit Kokos für ja, feuchtigkeitsarmes Haar quasi gibt es noch eine Sprühpflege.
Ebenfalls von Balea für die Haare gibt es ein Haarspray aus der Pink Apple Punch Reihe. Da gibt es ja auch schon ein Trockenshampoo davon. Ein neues Deodorant kam auch raus, Lovely Romance. Das ist ohne Aluminium. Genauso wie ein neuer Rasierschaum. Dahlia Dream heißt der mit Dahlia und Beerenduft. Fand ich auch sehr interessant. Und dann gibt es ja eine Intimreihe von Balea, so ein bisschen, ja, so ein Dupe zu denen von Gillette. Und zwar gibt es da einmal ein Aftershave Balsam und ein Rasiergel. Von Balea gibt es eine neue Cremedusche, die so ein bisschen, ja, ganz schön und interessant gestaltet ist. Die heißt Positive Mind und die soll wohl, ja, einen sehr interessanten Duft haben. Ich habe schon Gutes darüber gehört, muss ich vielleicht mal dran schnuppern. Und dann einmal zwei Schaumbäder, einmal Lovely Almond mit Vanille und Mandel und Wintertail mit Apfel- und Zimtduft. Dann gibt es eine neue Creme, Öl, Bodylotion. Da gibt es ja auch dieses Massageöl davon. Und jetzt gibt es eben auch eine Bodylotion davon, Mindful Moment. Und die riecht wirklich sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, habe ich mir gekauft, die riecht super. Und dann gibt es auch, ich meine, wie letztes oder vorletztes Jahr eine Reihe, die ja so ein bisschen kindlicher, sag ich mal, aufgemacht ist. Und zwar heißt die Winterwunder. Da gibt es jetzt eine Lippenpflege. Es gibt wohl aber auch noch eine feste Dusche und ein kleines Duschgel und so weiter. Und dann gibt es zwei neue Lippenpflegen, die sind beide limitiert. Einmal I Like You Cherry Much, die ist gefärbt. Und einmal die Sweet Vanilla Biscuit, die ist nicht gefärbt. Die habe ich auch schon. Dann gibt es vier neue Masken. Einmal aus der Hautreihenreihe eine Fruchtsäure, ja, ein Fruchtsäurepeeling und eine Pflegemaske. Da bin ich oben einmal ein Peeling drin und dann unten die Maske dazu. Und dann einmal noch eine Variante, die heißt Sweet Vanilla. Das ist eine Maske, die ist eben, ja, eine Pflegemaske mit Vanilleduft und Mandelöl und ist für jede Haut. Und dann gibt es auch noch zwei neue Tuchmasken. Einmal die It's Waffle Time mit, ja, Waffelduft und Beeren. Und einmal eine Produkte-Tuchmaske Be Icy mit dem Eisbären drauf und die ist mit Baumwollextrakt. Dann habe ich auch jetzt schon die ersten zwei Geschenksets entdeckt. Das ist einmal ein Duschgel-Set mit vier verschiedenen kleinen Duschen und einmal ein Set mit drei verschiedenen kleinen Produkten, eine Cremedusche, eine Handcreme, eine Bodylotion und so ein Handwärmer im Design von einem Waschbär. Dann kommen wir jetzt zu Müller. Da gibt es drei Produkte neu und zwar aus der Gute-Laune-Reihe. Die ist jetzt relativ neu reingekommen. Da gibt es einmal eine Seife, eine Bodylotion und eine Handcreme und die sollen sehr ähnlich riechen zu der Reihe von Kneipp, die auch mit Licea Cubeba ist, also sehr frisch. Und dann kommen wir auch schon zu Rossmann. Da habe ich zu einem eine Reihe entdeckt, die heißt Scent of Harmony. Die ist in dem Trendaufsteller. Da gibt es ziemlich einen neuen. Und zwar gibt es einmal ein Creme-Peeling, einmal ein Körperspray, ein 2-in-1-Produkt, also Duschschaum und Bodylotion, eine Lippenpflege und ein Body- und Massageöl. Und soviel ich das entnehmen konnte, riecht das alles so rose, orange, so in der Richtung. Bin ich sehr gespannt. Dann gibt es aber auch noch weitere Produkte in dem Trendaufsteller, zu einem Hydrogel-Augenpads. Die sind jetzt mit Mandelöl und Kirschextrakt, soll so ein bisschen marzipanmäßig riechen. Und dazu passend auch noch eine Gesichtsmaske. Und dann, das finde ich super interessant, eine Wochenkur von Isana. Das sind sieben Tuchmasken. Ich denke mal, das wird so ein bisschen wie so eine Reinigungstücherpackung aufgemacht sein, damit man die so rausziehen kann. Finde ich super interessant. Und auch noch Beauty-Konzentrate von Isana, und zwar Peptide Power. Das mit Hyaluron und Shea Butter, da bin ich sehr gespannt. Dann gibt es aus der Isana Haarpflegerei, Isana Professional, zwei Produkte in dem Aussteller. Und zwar einmal eine Smoothing Lotion, die soll eben die Haare so ein bisschen glatter machen, den Frizz so ein bisschen wegnehmen. Und einmal eine SOS Haarmaske Anti-Haarbruch. Die sind beide mit Lotusextrakt. Und dann gibt es jetzt auch endlich die Isana Limited Editions für den Winter. Und zwar einmal Floral Spices mit Rose, Bergamotte und Gewürzen. Und einmal Creamy Dreams mit Mandel- und Veilchenduft. Finde ich super interessant. Und dann gibt es von Isana noch eine Badewolke Rainbow. Die gibt es so schon etwas länger, jetzt aber auch im Online-Shop. Und zwar soll die halt, wenn man die ins Wasser tunkt, dann quasi wie so ein Regenbogen unten rauskommen. Also wenn man die dann ins Wasser legt. Super interessant. Soll wohl sehr schön aussehen. Und genau, das war es auch schon wieder. Das waren alle Neuheiten aus den Drogerien, die ich entdeckt habe. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr Produkte von den Produkten schon getestet habt, würde es mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr die mochtet, ob die gut waren oder nicht. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!